Jetzt kann sich Jürgen Klopp auf den BVB freuen. 1:1 im letzten Spiel vor seiner Rückkehr nach Dortmund. Immerhin gegen den Tabellenzweiten Tottenham. Wir haben unentschieden gespielt. In der ersten Halbzeit hätten wir es gewinnen können und in der zweiten Halbzeit auch. Denn wir hatten viele gute Momente. Aber in der ersten Halbzeit, ich habe den Jungs in der Pause gesagt, es sieht ein bisschen aus wie Stop and Go. Wenn unsere Maschine auf Go ist, dann war das richtig gut, wirklich gut. Aber dann haben wir gestoppt. Ich weiß nicht warum. Wir müssen uns das anschauen. Wir haben Pässe gespielt, aber alle Momente, die Tottenham in der ersten Halbzeit hatte, hatten sie, weil wir ihnen den Ball gegeben haben. Was because we gave them the ball. Das Duell gegen die Spurs, spielerisch eher ein Rückschritt. Und das vor dem Showdown in der Europa League. Doch Klopp ist, zumindest verbal, in Topform. Vor allem in Bezug auf den Schiedsrichter. I don't want to answer this question. Ich will die Frage nicht beantworten. Entschuldigung, ich habe die Flasche zerstört. So, no. Ich lebe noch nicht lange genug in diesem Land, um zu wissen, was ich sagen kann und was nicht. Es ist eine gute Regel, dass ich nach dem Spiel eine halbe Stunde warten muss, bis ich mit dem Schiedsrichter reden darf. Eine halbe Stunde, richtig? Abpfiff war vor 35 Minuten, aber ich habe nichts zu sagen. Den Ärger über den Schiedsrichter dürfte Klopp schnell abgehakt haben. Der Blick geht nach vorn auf das Spiel der Spiele. Die Rückkehr des Meistertrainers Jürgen Klopp gegen Borussia Dortmund.